Der neue Radlader 966 KXE von CAT. Mit der neuen Version XE setzt CAT neue Maßstäbe in Leistung, Effizienz und Fahrerkomfort. Der 966 KXE verfügt über ein stufenloses, leistungsverzweigtes Getriebe. Unabhängig von fixen Getriebestufen arbeitet der Motor hierbei immer in der optimalen Leistungsstufe. Das Ergebnis? Kraft in jeder Situation und eine neue Definition von Antriebskomfort. Von dieser Innovation durften sich schon einige Zeppelin-Kunden begeistern lassen. Noch vor Markteinführung testeten sie den 966 KXE im anspruchsvollen Dauereinsatz. Die 966 KXE hatten wir hier bei uns am Standort Uri 2 Tage zur Vorführung. Ganz klar rausgekommen, dass die Fahrer gesagt haben, dass die Maschine sich wesentlich leichter, sprich sanfter steuern lässt. Das heißt, die Kraftaufnahme noch mal sanfter passiert. Damit speziell, wenn ich wechselnde Untergrundverhältnisse habe, ich nicht die Situation habe, dass das Gerät sich, ich sag mal vorsichtig, vor der Wand eingräbt, sondern man wirklich den Vorschub sanft nutzen kann, um eine optimale Schaufelfüllung zu erreichen. Und das auf einem Drehzahlniveau, was also vorher sicherlich 300 bis 400 Umdrehungen pro Minute höher lag, als das, was man heute einsetzen muss, um die Maschine vor der Wand zu fahren. Wir können bei dem Gerät mit einer Motordrehzahl von ungefähr 800 bis 1000 Umdrehungen anfahren. Und können dann ganz feinfühlig mit 1300, 1400 Umdrehungen die Schaufel füllen. Die Schnelligkeit vom Lader hat mich sehr beeindruckt. Man merkt die Schalterreihe als solches gar nicht mehr. Und die Kraft ist immer da, wenn man sie braucht. Angetrieben wird der 966 KXE von einem CAT Assert 9.3 Dieselmotor mit einer Leistung von 220 kW. Der Common Rail Motor entspricht den Emissionsgrenzwerten gemäß EU-Stufe 3b und erfüllt alle Anforderungen an ein zeitgemäßes Antriebsaggregat. Intelligente Technologien sorgen beim 966 KXE für deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch. So wird während des Bremsens das Maschinenmoment als Energie für zum Beispiel Lichtmaschine oder den Lüfter eingesetzt. Zudem führen signifikant niedrigere Motordrehzahlen von maximal 1500 Umdrehungen pro Minute zu reduzierter Rußablagerung und damit zu längeren Regenerationsintervallen. Auch das senkt den Kraftstoffverbrauch spürbar. Wir haben die Maschine im Load and Carry in der Gewinnung und Beschickung unserer Kiesaufbereitungsanlage gefahren. Was ich dann feststellen ließ, dass sich die Spritverbräuche pro Stunde um 3 bis 4 Liter geringer zeichnen als bei den aktuellen Maschinen der H-Serie. Und wenn man das auf 2000 Betriebsstunden, die wir hier im Betrieb pro Jahr fahren, hochrechnet, dann ist das eine enorme Ersparnis an Kraftstoff. Wir haben im Moment einen Vollhydrostaten, wo wir schon sehr viel Kraftstoff mit eingespart haben. Aber durch den 966 KXE haben wir es jetzt wirklich noch mal geschafft, da unter diesem Verbrauch noch mal 4 Liter drunter zu kommen. Zwei-Pedal-Bedienung, direktes und transparentes Monitoring. Unmittelbare und hocheffiziente Steuerung per Joysticks. Caterpillar hat beim 966 KXE die Bedienbarkeit konsequent optimiert. Ja, die Joystick-Lenkung ist sehr einfach, sehr feinfühlig, sehr weich in der Lenkung, sehr präzise auch. Die 966G mit dem halben Lenkrad fahre ich ja jetzt im Moment. Und das ist schon gut, aber jetzt mit dem Joystick an dem neuen Gerät ist optimal. Also Bedienerfreundlichkeit auch in Form von Geräuschniveau in der Kabine und auch im Umfeld der Geräte ist gefühlt wesentlich leiser. Man geht also sehr, sehr stark darauf und achtet, dass die Fahrer vernünftige Klimaanlagen haben, ordentlich geräuschgedämmte Kabinen, vernünftige Fahrersitze, die auch orthopädischen Gesichtspunkten Genüge tun. Und das ist in dieser KXE-Serie nochmal erheblich besser geworden und hat auch dazu geführt, dass die Fahrer wirklich begeistert waren. Vom Fahrkomfort her, von der Geräuschkulisse, das ist einfach zurzeit, meine ich, das Beste mit, was so am Markt ist. Der neue Radlader 966 KXE. Effizient, komfortabel, nachhaltig.